Freunde, heute fahren wir nach Schorndorf. Wir müssen da etwas erledigen. Wir fahren zu einem Kumpel. Wir müssen dort den Keller aufräumen. Der ist gerade nicht so ultimativ sauber. Davor müssen wir noch kurz tanken. Und ja, wir haben heute draußen 10 Grad. Und danach wieder links abbiegen. Gestern Abend waren es minus 6 Grad. Jetzt haben wir 10. Die Sonne scheint auf jeden Fall. Links abbiegen und Gartenstraße. Ja, ich würde mal sagen, links abbiegen, fahren kurz zur Tankstelle. Rechts abbiegen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bitte rechts abbiegen und danach den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. So, also jetzt haben wir getankt. 400 Kilometer Reichweite zeigt er mir jetzt an. Ja, gut. Hat ja auch nur einen relativ kleinen Tank. Ich habe jetzt für 70 Euro voll getankt. Der Tank ist voll. Ja, Sprit war heute auch günstig. Ich tanke sowieso nur Ultimate. Bitte rechts abbiegen und danach links abbiegen. Also Freunde, ich sage euch ein, tankt nur Ultimate, wenn ihr eurem Auto was Gutes tun wollt. Vor allem, wenn es ein neues Auto ist, bitte so wie bei mir. In die Stuttgarter Straße. Umso wichtiger. Gut, das Auto ist ein 3,0 Liter Turbo. Hat natürlich auch 340 PS. Ja. Da kann man den Ultimate Sprit schon gut gebrauchen. Nach 300 Metern links abbiegen. Ja, also wie gesagt, wir fahren jetzt nach Schorndorf, wir fahren 30 Kilometer. So lang schwitzen wir halt eine Runde. Ja, auf jeden Fall, wir räumen jetzt heute den Keller auf. Ist auf jeden Fall ein guter Kumpel von mir und der eine sagt, ah, ich habe jetzt keinen Bock mehr am Auto rumzuschrauben oder ich habe jetzt keinen Bock mehr aufs Studium, ja, dann in den meisten Fällen sieht man sich da nicht mehr. Ist einfach so, ist auf jeden Fall keine richtige Freundschaft dann in dem Sinne. Ich meine, ich war auch mit vielen Leuten in der Klasse gewesen, viele, viele Jahre und im Endeffekt, sobald sich die Wege getrennt haben, nach der Schule, wo jeder seinen Weg gegangen ist, hat man sich auf jeden Fall nicht mehr gesehen. Kein Kontakt mehr. Ist auf jeden Fall auch bei den meisten YouTubern so, oder egal bei wem, ob das Musiker sind oder Rapper. So, wenn der eine gehypt ist, dann wird ein Lied mit dem gemacht, dann wird abgehangen mit dem.
bei den YouTubern, da werden zusammen Videos gedreht. Aber davon halte ich nichts, weil im Endeffekt, sobald einer nicht mehr den Hype hat oder nicht mehr gut ankommt, sind die anderen dann auch nicht mehr dafür ein. Hintern, rechts abfahren. Echte Freundschaft entsteht, dass man sich auch außerhalb von dem, was man tut, was man macht, sieht. Sprich, der eine arbeitet bei Leonard Weiss, der andere arbeitet bei Heinrich Schmidt, ja, einer Malerfirma. Wenn die sich außerhalb von ihrer Arbeit sehen, dann kann man das auf jeden Fall Freundschaft nennen. Ich meine, wenn man sich nur auf der Arbeit sieht, nur in der Schule, ja, wie gesagt, in den meisten Fällen trennen sich dann die Wege. Und ja, gut, kleiner Real Talk am Rande. Aber darum soll es heute auch gar nicht gehen. Kann man mal separat ein Video dazu machen. Wir fahren jetzt noch 15 Kilometer und dann sind wir auch schon da. Also ich habe mir ja vor 2 Monaten hier den neuen M140 gekauft. Abbiegen in Richtung Stadtmitte. Bei BMW Entenmann in Göppingen. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Bin zufrieden mit der Kiste. Nach 200 Meter rechts abbiegen in die Stuttgarter Straße. Hat auf jeden Fall ordentlich Leistung und ja, Spritverbrauch ist okay. Am Anfang bin ich ungefähr 9,8 Liter im Durchschnitt gefahren. Bitte rechts. Mittlerweile ist natürlich mehr geworden. Jetzt liegen wir so in etwa bei realistischen 12 bis 12,5 Litern. Aber ist auf jeden Fall okay. Ich meine, für 340 PS, was erwartet man? Ist ein echter kleiner Flitzer, der mich hier durch den Alltag kutschiert. Und bin auf jeden Fall zufrieden damit. Ich meine, ausstattungstechnisch hat er jetzt nicht volle Hütte. Auf keinen Fall, aber das Nötigste, was man braucht, hier ist halt so Navi, so PDC hat er. Das Wichtigste halt. Kein Schnickschnack. Bitte links abbiegen. Ist auch im Endeffekt keine E- oder S-Klasse. Oder 5er oder 7er BMW. Dementsprechend ältere Autos zu fahren, an denen dauernd etwas kaputt geht, ja. Andauernd etwas reparieren, bis zum Kotzen. Hier wird jetzt der Service gemacht, wenn er fällig ist. Hat man auf jeden Fall, ich sag mal, 5 bis 7 Jahre hat man auf jeden Fall mal Ruhe. Wer weiß, ob man das Fahrzeug überhaupt so lang fährt oder in Zahlung gibt. Wer weiß, was noch kommt. Also kaum ist schon einmal jetzt hier gutes Wetter, richtiges Frühlingsfeeling. Schon wird überall gelasert und geblitzt. An jeder Ecke. Das ist unglaublich. Wir sind vorhin an der Streife vorbeigefahren. Die haben zwischen Göppingen und Heiningen gelasert. Falls jemand was sagt. Ist eine Landstraße 70 erlaubt. Da lasern die an der Bushaltestelle. Unglaublich. Ja, die müssen halt Geld machen, wo es geht. Falls da draußen noch jemand zuschaut, der einen BMW E36 fährt oder zumindest an solchen Autos interessiert ist, ein guter Kumpel von mir fährt auch noch einen. Ich habe noch ein Navi für den BMW E36, damals von AC Schnitzer. Ich glaube, das ist von 1994 oder 95. Funktioniert auf jeden Fall, bis auf die CD. Ist natürlich auch nicht das schnellste Laufwerk, ja, also es dauert eine Weile, bis da irgendwas lädt und die Karte ist auch gar nicht aktuell. Ist auf jeden Fall ein Hingucker, ist ein Klassiker, funktioniert auf jeden Fall, wenn man es richtig anschließt. Ich hatte es in meinem damals auch gehabt. Ja, falls jemand Interesse hat, mich einfach anschreiben. Ich habe das Navi noch, dann wird man sich da schon einigen. Schon ordentlich gut. B58 Motor, für diejenigen, die es interessiert,
340 PS. Ist auch in der neuen Supra vertreten. Und ja, hier ohne Probleme hat er jetzt bergauf hier 200 gemacht. Geiles Teil. Zum Auto muss man natürlich aufpassen, dass man nicht irgendwo geblitzt wird. Aber ich meine, auf den meisten Bundesstraßen oder in der Stadt ist eh so viel Verkehr, dass da fast gar nichts passieren kann. Fahrt einfach ordentlich und dann passiert einfach nichts. Ein Kumpel von mir hat auch seinen Führerschein abgegeben. Lohnt sich auf jeden Fall nicht. Das ist nur unnötig Stress. Jetzt haben wir plus 9 Grad. Die Straßen sind trotzdem noch glatt hier, wenn man Gas gibt. Läuft auf jeden Fall noch das ESP die ganze Zeit ein. Das Lämpchen leuchtet die ganze Zeit. Angekommen. Was ich noch zum Thema vorhin ergänzen möchte, zum Thema Freunde, zum Thema Familie. Durch auf jeden Fall, ich sag mal, eine Handvoll Freunde aus, die am wichtigsten sind. Es bringt auf jeden Fall nichts, 50 oder 100 Freunde zu haben, auf die man nicht zählen kann. Lieber eine Handvoll Freunde, auf die man sich immer verlassen kann, die immer für einen da sind. Lasst auf jeden Fall auch nicht die Familie außer Acht. Geht nicht so viel raus, reist nicht so viel. Habt mehr Zeit mit der Familie, verbringt mehr Zeit mit der Familie. Die Familie ist auf jeden Fall das Wichtigste, die ich immer dafür habe. Egal, ob es eure Eltern sind, ob es eure Brüder, ob es eure Geschwister sind. So, hier. Gerade in Schorndorf reingefahren. Schon der erste Glitzer. Also, das soll es auch schon gewesen sein. Das war's dann mit dem Video. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video, dann in neuer Frische auf jeden Fall. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da, folgt mir auf Instagram. Peace.